Auch wenn sich die Sonne heute versteckt hat, wir befinden uns auf der Sonnenseite des Wallgaus. Genauer gesagt in Dünz, und zwar in einem Weinberg. Und dieser Weinberg gehört Dietmar Gohm. Wir besuchen ihn heute bei Unterüs. Hallo Dietmar, herzlich willkommen. Wir dürfen da bei dir zu Gast sein im Wieberg. Ein Wieberg im Wallgau ist eher was Seltenes. Wie bist du dazu gekommen, ein Hobbywinzer zu werden? Ich habe hinter dem Haus ein paar Quadratmeter Boden gehabt, wo ich nicht gewusst habe, was ich da soll damit. Dann habe ich mal probiert mit ein paar Reben und das hat auf Anhieb eigentlich recht gut funktioniert. Der Wein, den wir dort am Anfang gemacht haben, weiß nicht, ob wir den heute noch als gut anschauen täten, aber das sind die Anfänge vor gut 20 Jahren. Wie fängt man als Winzer an? Kauft man sich da ein Buch oder fährt man da mal nach Niederösterreich und holt sich Tipps von Winzern? Also ich habe angefangen mit null Wissen und das Erste, was ich gekauft habe, war wirklich ein Buch gewesen, damals noch über biologischen Weinbau. Und bin dann recht blauäugig in die ganze Geschichte gegangen, habe dann ein paar Gerber gekauft und die hinter dem Haus gesetzt und einfach nach dem, was ich dort aus der Literatur rausnehmen konnte, bewirtschaftet. Was hat sich denn in den 20 Jahren bei dir da im Wieberg entwickelt? Ja, wir haben unseren Weinbau von etwa 20 Rebstöcken ausgedehnt auf ca. 400 Rebstöcke und haben jetzt in der Zwischenzeit auch zwei Hauptsorten, die wir bewirtschaften. Das ist der Müller-Thurgau und der Zweigelt. Und das sind Sorten, die da sehr gut funktionieren. Und die Weinsorten schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Dietmar, erklär uns mal, was haben wir für Reben jetzt da vor uns? Das ist jetzt ein Zweigelt. Zweigelt ist eine österreichische, klassische österreichische Weinsorte. Die funktioniert bei uns sehr gut, weil sie frühreifend ist bis mittelreifend. Bei uns in der Region brauchen wir Weintrauben, die nicht spät reinfahren. Und da bietet sich der Zweigelt sehr gut an. Und wie man sieht, ist es auch eine Sorte, die schön dreht und eine wunderschöne Trube hat. Wie wir sehen, sind sie jetzt in meinen Augen reif. Ist das jetzt bald einmal so weit, dass man die ernten kann? Das schaut jetzt so aus, als wenn die reif wären. Die brauchen jetzt aber schon nach 14 Tagen, 3 Wochen, bis sie reif sind. Hier haben wir ein kleines Spätjahr. Zudem haben wir nachher im August ein bisschen Hagel gehabt, wo dann auch nicht unbedingt gut war für das Wachstum der Trube. Und jetzt sollte man eben gut Wetter brauchen und ein bisschen Föhn, wenn es geht. Das wäre optimal. Wie schaut es eigentlich grundsätzlich im Wallgau aus? Der Wallgau hat früher einmal eine Hochblüte gehabt im Weinanbau und dieses Wissen ist irgendwie verloren gegangen. Was ist da passiert? Also es ist ja im Mittelalter so gewesen, dass im Wallgau praktisch jeder Gemeinde Wein angebaut worden ist. Ganz eine wichtige Gemeinde ist Bludesch gewesen. Dort ist am Jordan damals, das hat zum Kloster Weingarten aus Deutschland gehört. Und dort sind die Paters, oder was die jetzt gewesen sind, haben den Weinbau im Wallgau richtig vorangetrieben. Und dann vom Mittelalter weg ist dann eigentlich eine lange Zeit viel Weinbau gewesen im Wallgau. Und ausgehend 19. Jahrhundert hat dann aufgrund von verschiedenen Kriterien hat's dann immer mehr nachgelassen, bis es im Prinzip total zum Erliegen gekommen ist. Also um 19. Jahrhundert umeinander hat es im Wallgau keinen Weinbau mehr gegeben. Und du hast dann wieder angefangen, wie wir gehört haben, heute schon vor über 20 Jahren. Daraus ist nicht nur ein privater Weinberg entstanden, sondern auch Vinum Wallgau. Was ist das genau? Wir sind verschiedene Winzer da in der Region und wir haben keinen Verein und keine Genossenschaft, aber das ist so ein lockerer Zusammenschluss, wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, aber die Tradition vom Weinbau wieder ein bisschen bekannt zu machen, wieder den Leuten ein bisschen zu sagen, dass es auch in unserem Wallgau funktioniert, zum Wein anbauen und aus dem, was wir anbauen, auch ein gutes Tröpfle zu machen. Und das wird einfach so ein bisschen Plattform sein, für einerseits für die, die schon Wein anbauen, auf der anderen Seite sollte so vielleicht den einen oder anderen noch ein bisschen animieren, um zu sagen, ja, das hätte mir auch noch taugen, ich hätte auch noch gerne ein paar Rebstöcke angesetzt. Und wie der Wein jetzt schmeckt da in Dünz, das kann man jetzt probieren.
Dietmar, wir sind jetzt da bei deinem Winzerkollegen am Raimund im Weinkeller und probieren jetzt einen guten Tropfer. Was ist denn das für ein Wein? Das ist jetzt ein Zweigl 2011 und der ist 12 Monate im Holzfass gereift. Und wie der jetzt schmeckt, das probieren wir jetzt. Zum Wohl! Zum Wohl!